Ja, und perfektes Wetter für meine erste Testflüge. Ich bereite mich vor, packe alles aus, baue es zusammen und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Zuschauer, neues von Nola. Ich bin Norbert und ich könnte gerade an die Decke gehen. Ich meine die Luft gehen. Was ich wirklich meine, ich hebe künftig ab. Und zwar mit dem hier. Seit geraumer Zeit mache ich mir Gedanken über so ein Teil und habe es jetzt endlich wahrgemacht. Das Video hier gibt kein Review und kein Testbericht, denn das gibt es schon zur Genüge in YouTube und das können andere viel, viel besser als ich. Ich bin kein Tester, sondern Anwender, absoluter Neuling und sowas von gespannt auf das Teil. Ja, ich habe mir auch gleich die Fly More Combo gekauft zu dem Teil. Da ist eine Umhängetasche dabei, Ersatzakkus, Ersatzpropeller, ND-Filterset und eine Umhängetasche. Aber bevor es nach draußen geht, hier noch eine kleine Checkliste, was zu tun ist oder beziehungsweise was zu erledigen ist. Und zwar eine Drohnenhaftpflichtversicherung, eine EID, die beim Luftverbundesamt beantragt werden muss, dann eine Plakette, wo das alles draufsteht, eine feuerfeste Plakette, die dann auch auf die Drohne aufgebracht werden muss, dann ein Kompetenznachweis A1, A3 benötigt man für die Drohne, weil die über 500 Gramm hat, beziehungsweise unter 900 Gramm und am besten die Drohnik-App installieren, dann sieht man auch, wo man fliegen darf mit der Drohne. Ja, das war's fürs Erste. Ja, und jetzt ab nach draußen und perfektes Wetter erwischt.
meine ersten Flugversuche und ich bin sowas von begeistert von der Drohne. Die lässt sich so super fliegen. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ja, da werde ich noch viel, viel Zeit reinstecken und üben. Flugmanöver etc. etc. Weil ich ja für meine Wanderfilme noch so einige schöne Aufnahmen reinbringen möchte.